Das politische Tagesgespräch bei Phoenix. Heute mit Gunter Kriechbaum, dem Vorsitzenden des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union. Ich grüße Sie herzlich in Pforzheim. Schönen guten Tag. Fangen wir mal ganz einfach an. Manfred Weber, das Ding ist doch gelaufen, oder? Ja, doch hoffentlich in die Richtung, dass Manfred Weber auch Kommissionspräsident wird. Das glauben Sie noch? Wirklich? Nein, die Dinge sind natürlich sehr kompliziert und was allerdings auch auffällt, das waren sie natürlich schon immer, aber was auffällt und was bemerkenswert ist, mit welcher Werbe auch Frankreich seine Position hier vertritt, dass es eben Manfred Weber nicht werden soll. Und liegt sicherlich nicht daran, dass Manfred Weber nicht die Erfahrung hätte, nicht die Kompetenz hätte. Ganz im Gegenteil, er ist derjenige, der das Parlament von innen heraus kennt. Und das ist ja auch der eigentliche Charme, dass zum ersten Mal jemand aus dem Parlament Kommissionspräsident werden kann, denn nirgendwo ist man näher dran an den Belangen der Bürger. Und ich glaube, nach den Europawahlen haben wir ganz besonderen Anlass, gerade auch darauf hinzuweisen. Ja, ich darf jetzt mal gerade zitieren, und zwar einen Studenten, einen jungen Menschen, der mir gerade eben noch einen Satz aufgeschrieben hat, dass die eigentliche Tragödie in der Personalie Weber ist, die europäischen Bürger wurden zu einer Schicksalswahl aufgerufen, die Wahlbeteiligung ist gestiegen, Europa hat mobilisiert. Welches Zeichen senden die Staats- und Regierungschefs den europäischen Wählern? Würden sie den Kommissionspräsidenten jetzt wieder im Hinterzimmer ausmauscheln und sich so über den Wählerwillen hinwegsetzen? Würden sie das durchgehen lassen, wenn sich Macron tatsächlich durchsetzt und sagt, es ist mir egal, was das Parlament will? Nein, das kann es nicht sein. Und deswegen teile ich auch hier die Ansicht des jungen Studenten. Denn das Europäische Parlament, ich kann mich täuschen, aber wird sich dieses Vorschlagsrecht jetzt nicht mehr aus der Hand reißen lassen. Rein formell, de jure, liegt das Vorschlagsrecht natürlich beim Europäischen Rat. Aber seit der letzten Wahl zum Europäischen Parlament und der Kür dann des Kommissionspräsidenten wissen wir, dass das Europäische Parlament hier jetzt im Driving Seat, in der Pole Position sitzt. Und deswegen glaube ich auch, wird sich das Europäische Parlament das nicht aus der Hand schlagen lassen. Wir werden schauen, die Dinge sind kompliziert. Es geht ja auch nicht nur um den Kommissionspräsidenten, das klang ja auch schon aus dem Bericht aus Brüssel an, sondern um ein ganzes Personaltableau. Aber wichtig ist einfach, wir müssen hier Deutschland-Frankreich vor allem auch zusammenfinden. Und was in dem Zusammenhang schon auch auffällt, es fehlt ein wenig an der Geschmeidigkeit des deutsch-französischen Verhältnisses, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Da bleibt in der Tat noch viel zu tun. Gut, das Verhältnis Deutschland-Frankreich werden wir jetzt im Moment nicht reparieren können, aber wir müssen darüber reden. Würden Sie auch so weit gehen und sagen, also einer von diesen vier beziehungsweise fünf inklusive EZB-Posten müsste mit einem Deutschen besetzt werden, weil wir natürlich auch Gestaltungsmacht haben wollen in der Europäischen Union? Also zunächst ist wichtig, alles andere wäre Betrug am Bürger, dass es derjenige dann wird, der auch Spitzenkandidat war. Frau Vestager als Beispiel war jetzt keine Spitzenkandidatin und wurde auch als solche nicht ins Rennen geschickt. Und von daher ist das der erste wichtige Schritt, dass man sich auch darauf konzentriert. Es wird jetzt im weiteren Schritt darum gehen, dass man dann auch die entsprechenden Mehrheiten findet. Es ist ja nicht so, dass das nachher im Europäischen Rat auch einstimmig entschieden werden müsste. Aber da gebe ich der Bundeskanzlerin natürlich ausdrücklich recht. Wir haben viele, viele andere Baustellen und dann brauchen wir auch die Handlungsfähigkeit, andere Mitgliedsländer der Europäischen Union hier zu überstimmen. Fände ich jedenfalls nicht klug. Aber das wird die erste große Herausforderung sein. Und dann die zweite natürlich, dass auch im Parlament selbst die Mehrheiten gefunden werden müssen. Und darauf wird man sich jetzt zunächst auch konzentrieren müssen. Ja, und geht es eigentlich noch um Inhalt? Um welche Inhalte ginge es Ihnen, wenn es nach Ihnen ging? Was ist wichtig? Was steht auf der Agenda? Was müssen die Personen erfüllen? Was muss der Kommissionspräsident erfüllen? Also der Kommissionspräsident als solches muss sehr integrativ wirken können. Er muss die anderen mitnehmen können. Das hat auch Jean-Claude Juncker sehr gut verstanden. Das ist seine Fähigkeit, die er zunächst einmal braucht, in Ansehung der Themen, die voranstehen. Ganz naheliegend jetzt der Brexit, der gemanagt werden muss. Dann auch die finanziellen Implikationen, wenn Großbritannien als Zahler ausfällt. Aber man darf eben auch nicht vergessen, der mehrjährige Finanzrahmen steht vor der Haustüre. Das heißt, das regelt die künftigen Finanzbeziehungen der Mitgliedstaaten untereinander gegenüber der Europäischen Union. Das sind schon richtig kernige Themen. Und da kommt es auf einen Kommissionspräsidenten an, eingedenk der vielen anderen Themen, Klimaschutz, Außengrenzenschutz, die dann auf den neuen Kommissionspräsidenten warten.
Ganz kurz noch zum Schluss die Frage an Sie. Also wenn der Spitzenkandidat Weber da nicht durchkommt, was dann? Ich glaube, dass er durchkommen wird, denn wie gesagt, natürlich ist dieses Spitzenkandidatenprinzip, so wie es jetzt ausgeformt ist, den Staats- und Regierungschefs, dem Europäischen Rat, ein Dorn im Auge. Es wird um diesen Machtkampf gehen zwischen Europäischem Rat und Parlament. Und wie gesagt, meine Überzeugung ist die, dass sich das Europäische Parlament das nicht wird aus der Hand schlagen lassen. Das wird der erste große Schritt sein. Und dann, wie gesagt, im zweiten geht es jetzt darum, in dem neuen Parlament Mehrheiten zu finden, das ist sehr, sehr kompliziert, weil die Rechtspopulisten zwar nicht so in den Himmel gewachsen sind, wie sie sich das selber wahrscheinlich vorgestellt hätten, aber Gott sei Dank im Übrigen. Und gleichwohl müssen hier die demokratischen Kräfte dann auch einen Konsens finden. Gunter Kriechbaum, ganz herzlichen Dank nach Pforzheim. Ich danke Ihnen.